Willkommen zu F1 22, My Team Karriere mit Audi in Season 2. Heute gibt es nur ein Rennen, denn wir haben auch den Sprint hier in Imola. Ich freue mich dennoch, es wird ein sehr spannendes und ja, interessantes Wochenende werden. In Qualifying konnten wir uns gut qualifizieren, aber jetzt gehen wir direkt dann in den Sprint rein. Zuerst gucken wir uns mal die Strecke an, 4,9 Kilometer, 19 Kurven und eine DS-Zone machen es zu einer nicht sehr überholwürdigen Strecke. Trotzdem würde ich sagen, man kann hier überholen. Das ist eine tolle Strecke, sehr spaßig. Leider ist sie in 2023 durch die starken Flut- und Regenfälle verwehrt geblieben. Gucken wir uns hier mal den Start an. Los geht's in unsere MyTeam-Karriere. Wir starten vom 6. Platz aus dem Front of Us. Derek Russell, den konnten wir nicht halten. Wir konnten aber besser wegkommen als ja, Fernando Alonso. Immerhin die Beschleunigung war da. Und jetzt heißt hier ein bisschen aufpassen. Es ist sehr eng in Turn 1. Wir kennen das spätestens seit dem Crash im letzten Jahr, dass es hier richtig knapp werden kann. Und da kommt Perez, den müssen wir richtig abdecken, denn Checo ist hier sehr übermotiviert. Da rattern wir über die gelben Sausage Curbs drüber, als gäbe es keinen Morgen. Und so können wir uns hier auf dem 5. Platz halten. Das wäre schon mal ein toller Startplatz. Ich hoffe natürlich, dass die in der vorne ein bisschen fährten. Gerade Norris und Hamilton haben wir auch gesehen in den letzten Rennen, dass die sehr knapp beieinander sind. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Fight zwischen den beiden geben wird. Und wir sind jetzt hier vor uns und das gibt es tatsächlich. Hamilton und Norris fighten hier und da verbremst sich Carlos Sainz. Ja, ich kann nicht ausweichen. Ich berühre hier Lando Norris leider. Es gibt Gott sei Dank keinen Flügelschaden und auch keine Verwarnung, denn ich weiß ja nicht genau, was Sainz sich hier vorhatte. Und da stechen wir rein, denn Sainz wirkt noch ein bisschen benebelt von diesen, ja, ich weiß nicht genau, was Sainz da vorhatte. Trotzdem konnten wir da unseren Profit draus ziehen und übernehmen den 3. Platz. George Russell mit der schnellsten Rennen. Und es war mir irgendwie klar, dass wir die nicht holen werden. Und wir kommen hier wirklich im Windschatten so schön dran. Ja, da deckt Lewis noch ein bisschen ab. Trotzdem, der Windschatten-Effekt ist enorm. Wirklich, der ist richtig strong. Und wir können hier vielleicht sogar noch den 2. Platz holen. Das wäre, wow, das wäre traumhaft. Trotzdem, der 3. Platz ist jetzt schon echt episch. Und wir haben schon Sainz hinter uns. Er ist auch der WM-Führende. Der hat ein bisschen seine Nerven weggeworfen im Sprint. Gibt jetzt auch nicht so viele Punkte zu holen. Ich glaube, wie viel gibt's? 6. Wir bekommen 8, 7, 6. Sainz bekommt 5. Also einen Punkt gewinnen wir auf Sainz. 2 verlieren wir auf Leclerc. Wir sind aber auch schon in der letzten Kurve. Und das war's schon. Leclerc holt sich die schnellste Rennrunde. Und auch den, ja, die bringt sowieso nichts. Aber er holt sich auch den Sprint-Sieg. Das ist natürlich gut für ihn. Gucken wir uns mal Startaufstellung an für das jetzige Rennen. P3 ist schon sehr gut. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir der Professor Sainz, Lando Norris und Perez, Russell, Verstappen, Albon und Esteban Ocon, Vettel, Gasly, Lance Stroll und Hülkenberg, Mick Schumacher, Joe, Theo Pourchaire und Kevin Magnussen. Fernando Alonso, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Tsunoda, Oscar Piastri und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Vielen Dank für die Startausstellung und wir starten hier jetzt rein. Los geht's in den Grand Prix
von Imola, P3 und ich bin gestanden. Der Start war grottenschlecht, hier Sainz kommt direkt besser weg, wie wir auch Norris klebt uns dran. Und Checo und Norris fährten hier ihr eigenes Rennen, gut, da können wir immerhin, durchatmen. Und jetzt, was macht denn Sainz hier? Sainz räumt einfach Lewis ab. Das ist sehr interessant, was Carlos Sainz hier macht. Liegt in Imola etwa nicht oder ist der Druck der Diffuse einfach zu hoch? Okay, Paris, gut. Es ist eine sehr heikle Startphase hier. Trotzdem würde ich sagen, Hamilton hält Sainz auf, obwohl er jetzt nicht so strong ausgesehen hat. Würde ich sagen, der Ferrari ist doch ein Ticken schneller. Gucken wir uns das Ganze mal an, wir sind jetzt eher zu sehr, wir müssen nur Norris hinter uns halten und ja, hoffen, dass die vor uns einen Fehler machen. Sainz und Lewis, ich glaube, die werden da auch nicht lange, ja, da fehlt der Shuttle und ich glaube, die werden da auch nicht lange vorne bleiben, denn die geben sich jetzt safe live die nächsten 1-2 Runden. Da gibt es die Verwarnung. Was soll ich sagen, wir konnten immerhin die Sekunde zu Norris rausfahren. Aber ich glaube, das wird noch richtig knapp werden mit den ganzen Fahrern heute. Spätestens nach dem ersten Boxenstopp wissen wir, welchen Platz wir circa sind. Das kann ich schon mal verraten. Jetzt sieht es so aus, als ob Sainz hier einen Angriff wagen würde auf Hamilton. Mal gucken. Ach, die sind so eng zusammen. Nur nicht wieder die Nerven verlieren, Carlos. Wir kennen es. Du bist heute nicht gerade sehr, naja, feingefühlig. Im Sprint, wie auch jetzt hier, ist Sainz richtig auf Abfuck aus. Gucken wir uns die Start-Replay an, die wollte ich mir unbedingt nochmal ansehen. Denn hier geht es auf jeden Fall zur Sache. Wir sehen, dass wir richtig schlecht weggekommen sind. Aber auch die McLaren sind richtig grottig weggekommen. George Russell so weit hinten. Der ist nochmal hinter den beiden McLaren. Da räumt er einfach, oder da geht er einfach Augen zu und durch in Turn 1 rein. Also Sainz, das war nicht gerade das Beste. Hier haben wir dann nochmal das mit Paris. Ja, ich habe ihn da, ja, der rattert da über die Curbs drüber, viel zu spät auf der Bremse. Ich habe ihn da abgedeckt und da muss er eigentlich nachgeben und dann rattert er trotzdem, will da irgendwie dranbleiben. Jetzt sind wir uns an Hamilton dran. Sainz konnten wir schon überholen und jetzt heißt es dann an Hamilton vorbeizugehen. Das sah sehr gut aus. Unser DRS-Effekt ist richtig stark. Also das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Da gehen wir neben Hamilton. Und ich glaube, vor Turn 1 noch können wir die Tür zumachen. Wir übernehmen den zweiten Platz. P1 ist theoretisch drin. Aber ich denke mal, weil auch Charles Leclerc das ganze Wochenende so strong ist, wir werden es nicht schaffen, den zu überholen. Wenn, wäre es ein Traum. Aber ich denke mal, ein Traum wird es vermutlich auch bleiben. Da kommt der Querstier beim Rausbeschleunigen. Ja, die Reifen sind natürlich von dem Nachfahren ein bisschen lädiert. Jetzt gehen wir auch in der sechsten Runde endlich in die Box rein. Wir konnten uns absetzen von Hamilton, mussten aber ja jetzt leider gleich mit Leclerc reingehen. Das war blöd. Ich hätte eine Runde vielleicht in den Undercut probieren sollen. Irgendwas anderes strategisches. Aber jetzt haben wir immer die gleichen Reifen. Das kann auch gut sein, wenn vielleicht Leclerc im Verkehr stecken bleibt, dass wir da aufholen. Wir wissen, dass unser Effekt sehr groß ist. Mal schauen. Mal gucken. Vettel auch vor ihm rausgekommen. Das könnte ein Gamechanger werden. Nur leider ist da eine riesen Lücke zwischen Leclerc und Vettel. Also ob der überhaupt auf den auffährt. Und zwischen mir und Leclerc ist dann nochmal so eine riesen Lücke. Das könnte auf jeden Fall nochmal interessant werden. Das wird unfassbar spannend. Ich denke mal, Hamilton ist gegessen. Mal gucken, was Verstappen macht. Den holen wir auch easy. Na, Hamilton ist nicht ganz gegessen. Trotzdem kommen wir vor Hamilton raus. Der hatte dann einen unnormalen guten Stint da nochmal am Ende. 1,8 Sekunden. Wir berühren hier leicht die Mauer auf Start und Ziel und Leclerc ist weg. 4,7 Sekunden. Leclerc ist weg. Da haben wir alles verspielt, auch wenn es noch 8 und 9 Runden zu fahren sind. Das wird nichts. Leclerc wird das, denke ich mal, machen. Der ist so strong und die haben da wirklich eine unnormale Pace. Und Leclerc fährt da wirklich um sein Leben. Das Gute ist, dass es Leclerc ist, denn der ist auch in der Weltmeisterschaft nur Zweiter. Es ist blöd, dass da wieder ein Ferrari oben steht. Aber Sainz
büßt ein bisschen was ein. Nur der vierte Platz aktuell. Hier haben wir also das Überholmanöver gegen, ja, da rutschen wir auch übelst über die Curbs drüber. Und da haben wir das Manöver gegen Carlos Sainz Junior, eine Runde zuvor. Also das hat man ja nicht gesehen im normalen Rennen. Da könnten wir uns neben ihn setzen und konnten wir auch schön vorbeigehen. Und dann natürlich auch gegen Lewis Hamilton. Und hier dann noch Runde 3. Genau, das haben wir jetzt hier Runde 3, Runde 4. Ansaugen an Lewis und dann nicht rechts vorbei, sondern links, denn es ist natürlich auch eine Linkskurve. Er kann zwar außen probieren, irgendwie dran zu bleiben, nur das hilft ihm nichts. Wir können dadurch, ja, immerhin den zweiten Platz holen. Leclerc als Erster, wir sind in der 11. von 16 Runden und ja, das Rennen ist, würde ich mal sagen, schon entschieden. Entschieden nicht ganz, aber ja, Leclerc ist da wirklich sehr strong. Ich probiere alles auch mit Hardcore-Kurven schneiden, Hardcore irgendwie reingehen. Nur Leclerc hat da wirklich so eine Routine, so eine Pace. Ist eigentlich unaufhaltsam. Holt er sich da heute vermutlich seinen Win. Es sind jetzt noch 5 Runden zu gehen. Boah, das wird so hart. Die Season wird nicht enden. Mittlerweile in der vorletzten Runde. Wir konnten immerhin ein bisschen was aufholen. Es ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Einmal hamsterst du ein bisschen was ab, dann holt er wieder auf, dann beißt du wieder ein bisschen was ab. Also er weiß auch wirklich auf jede Frage eine Antwort. Der ist so strong, so routiniert da. Nicht zu mir echt. Da der aktuell ein bisschen in Form tief, würde ich sagen. Aber der Ferrari scheint auch unsteuerbar zu sein. Trotzdem, wir könnten hier... Es war ein sehr taktisches Rennen heute, nicht viel Action. Und ja, jetzt zurückblickend hätte ich vielleicht sogar noch im Anschluss gleich noch ein zweites reinsetzen können. Wäre das Video halt ein bisschen länger geworden. Trotzdem, morgen könnt ihr dann auch auf Doppelrennen freuen. Also schaut da unbedingt gern vorbei. Im nächsten Sprint dann, ich glaube, der ist ja wieder ein Spielberg, werden wir auch wieder natürlich ein einzelnes Rennen fahren. Und ich hoffe, wir werden noch fertig bis zum nächsten Formel 1. Wir sind in der Runde Nummer 16. Auch am Ende der Runde 5,1 Sekunden, jetzt habe ich alles abreißen lassen, denn ich hatte auch keinen Bock mehr hier irgendwie Full Pace zu gehen. Wir werden Komponenten sparen, wir haben viel Vorsprung zu Hamilton. Es wäre natürlich auch die Überlegung gewesen, auf rote Reifen zu gehen, nur für das wäre der Vorsprung dann zu wenig. Und wenn ich mir die Gruppe dahinter mir angucke, die Hamilton hier an, oh mein Gott, da rutscht mir drüber, die Hamilton hier anführt, dann ist das wirklich nicht schön. Aber warum denn eigentlich? Also wir haben hier drei Gruppen eigentlich, die Spitze mit Leclerc. Dann, ja, wir auch noch zur Spitze zählen. Dann das Mittelfeld. Also so ab 3 bis, würde ich mal sagen, 10. Und dann wieder eine kleine Gruppe, wieder ein Loch und dann nochmal eine Gruppe. Wir beenden hier das Rennen auf dem zweiten Platz. Einen Flügelstart haben wir noch geholt. Das war nicht so gut. Trotzdem, ja, würde ich sagen, der zweite Platz war heute das Maximum. Von 5 gestartet im Sprint konnten wir uns hier nach vorarbeiten. Alter, Alter, Alter. Das ist der Fahrer des Tagestitel. Den haben wir dieses Season schon öfters bekommen. Sehr toll. Gefreut mich. Freut mich sehr. Ja, Charles Leclerc gewinnt wieder. Tolles Rennen. Hamilton kann da gratulieren. Der steht auch am Podium mit uns. Das ist gut gelaufen für ihn. Also tolle Leistung. Sehr, sehr strong. Sehr, 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 sehr fehlerlos. Und tolle Leistung.
Kann ich nichts anderes sagen. Gönn ihn auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, immerhin besser, dass Sainz nochmal gewinnt. Denn da können wir ein bisschen was auf Sainz aufholen. Auch wenn wir leider wieder was auf Leclerc verloren haben. 7 Punkte, 6 Punkte. Wer hat die schnellste Rennrunde? Das gucken wir jetzt alles nachher an. Cooles Rennen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch die Fights zwischen Hamilton und Sainz und so hat richtig Spaß gemacht. Leider hat die Pace gefehlt. Gerade am Ende. Schade. Und hier sehen wir es, schnellste Rennrunde haben nicht wir geholt. Nie geht weiter hinten hin. Doch, wir haben die schnellste Rennrunde. Toll. Also 25 Zähler nehmen wir mit. 33 zu Leclerc. Das heißt, wir müssen 8 Punkte anstecken. Trotzdem, weil er ja auch im Sprint 3 Punkte vor uns hatte. Trotzdem, gute Leistung würde ich sagen. Also 25 Punkte für ein Wochenende mit Sprint ist toll. Wir sind immer noch WM-Dritter. Haben 26 Zähler Rückstand, also vielleicht mal ein Ausscheiden oder so. In der Konstrukteurs, wir haben leider nur Dritter. Das kann noch eine heitere Season werden. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier George Russell ist unser Rivale. Das ist auch okay. Da führen wir ordentlich 10 Punkte Vorsprung. Der hat doch im heutigen Rennen leider nichts zu lachen. Ist ja auch weiter von hinten gestartet. Ich glaube, der hat eine Gridstrafe. Der hat eine Gridstrafe oder so bekommen. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Gut, es gibt nochmal 700.000 Dollar drauf. Das ist gut für die Entwicklung. 10.000. Ja, das war dieser dumme Flügelschaden per Start und Ziel. Das darfst du eh keinen sagen. Flügelschaden in Imola, wo es ja gefühlt nur eine Mauer gibt. Ja, das war stupid driving. 5,8 Millionen haben wir jetzt. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen wieder ansparen, um uns Nico bei Sommerpause, um uns Nico da noch leisten zu können, weil der wird nicht billig werden. Der war jetzt schon nicht ganz billig. 5,8 Millionen sind gut, vielleicht investieren wir die mal wieder neu in irgendwas, aber für heute war es mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden uns morgen und übermorgen hoffentlich wieder hier in meinem Team sehen. Content kommt auch regelmäßig online. Eine Reaction kam noch online, also schaut da gerne vorbei. Es geht nach Miami und dann später noch nach Spanien. Das alles dann im nächsten Rennen. Da geht auch noch was. Chassis konnten wir ein bisschen was kaufen. Schaden ist auch keiner da. Managementtechnisch gehen wir da ins Aktivitätenfenster. Ja, bisschen was einstellen. Das, was natürlich am meisten Geld bringt, mal gucken. Und für heute war es mal, Leute. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel. Schaut unbedingt gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k bitte voll. Und schaut auch gerne auf it_gaming auf Instagram vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Und macht auch gerne ein Däumchen nach oben, falls euch das Video gefällt. Bis morgen oder später. Oder ja, ciao. Oder irgendwann und ciao.